Willkommen bei Seenluft 24 die Woche. Das ist unser Wochenrückblick vom 18. Juni 2021. Das Zwergenhaus am See in Senftenberg ist am Mittwoch erneut als Haus der kleinen Forscher ausgezeichnet worden. Die Urkunde erhielt der Fröbel-Kindergarten von der IHK Cottbus. Zertifiziert wurde die Einrichtung für ihr Engagement im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und die Umsetzung einer digitalen Entdeckungstour. Darin haben die Mädchen und Jungen beispielsweise mit Unterwasserkameras gearbeitet und waren auf Entdeckungstour im Wald. Gefeiert wurde die Auszeichnung als Haus der kleinen Forscher mit einem Aktionstag rund um das Thema Papier. Ein Karlauer Kooperationsprojekt ist diesjähriger Preisträger des Inklusionspreises Oberspreewald-Lausitz. Ausgezeichnet wurden die Initiatoren im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Ortrand. Die Kita Haus der Elemente in Zinnitz und die Miladeus Integrationshilfe aus Karlau sind Träger des Inklusionspreises OSL 2021. Überreicht wurde der mit 1.500 € dotierte Preis im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in der Ortrander Pulsnitzhalle. Kita und Integrationshilfe organisieren ein gemeinsames Waldprojekt. Die Zusammenarbeit in einem Team, für das jeder Einzelne wichtig sei und seine besonderen Fähigkeiten einbringen kann, spiele eine zentrale Rolle, heißt es in der Jurybegründung. Jurymitglieder waren unter anderem die Vorsitzende des Kreistages OSL Martina Gregor Ness und Landrat Sigurd Heinze. In Lauchemar werden weiterhin Komparsen für eine Lausitzer Krimiserie gesucht. Bisher haben sich mehr als 250 Personen für eine Rolle als Kleindarsteller registrieren lassen. Melden können sich jetzt vor allem Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahre. Möglich ist das bis Ende Juni 2021. Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich Ende Juli in Berlin und an mehreren Orten in der Lausitz, unter anderem in Lauchemar. Alle Informationen zur Handlung und den Anmeldeformalitäten finden Sie unter lauchemar.de. Seit dieser Woche können sich vollständig Corona-Geimpfte auch in unserer Region einen digitalen Impfausweis ausstellen lassen. Allerdings benötigen sie dazu Geduld. Der digitale sogenannte Covid-Pass wird seit dieser Woche auch in regionalen Apotheken ausgestellt. Allerdings ist die Nachfrage nach den Corona-Impfnachweisen enorm, weiß Apothekerin Carla Luhan. Alle Apotheken aus allen Städten in Deutschland versuchen jetzt, diese Impfzertifikate zu erstellen. Und man kann sich vorstellen, dass dieser Server jetzt rastlos und restlos überfordert ist. Das heißt, bitte Geduld beim Abholen auch vor allem des Zertifikats. Wir können es sozusagen schon anleiten, beziehungsweise wir geben es erstmal ein. Aber wann das Zertifikat dann wirklich ausgedruckt wird, das kann einfach ein bisschen dauern. Deswegen bitte Geduld, bitte entweder voranmelden und sagen, ich möchte gerne meinen Impfpass vorbeibringen. Oder wenn Sie einfach spontan vorbeikommen, bitte nicht böse sein, dass es vielleicht ein oder auch mal zwei Tage dauert, bis dieser digitale Impfpass wirklich erstellt wird. Für den digitalen Impfnachweis benötigen vollständig Geimpfte ihren Papier-Impfausweis, den Personalausweis und auf dem Smartphone die COV-App oder die Corona-Warn-App. Die BASF Schwarzheide hat einen Pilotversuch mit erneuerbaren Energien erfolgreich abgeschlossen. Wegen Umbau- und Modernisierungsarbeiten wurde das unternehmenseigene Gaskraftwerk vom 1. bis 18. Mai abgeschaltet. In diesem Zeitraum wurde das Werk überwiegend mit Strom aus regenerativen Quellen betrieben. Der Anteil lag im Pilotzeitraum bei etwa 60%. Verbraucht wurden dabei rund 7.800 Megawattstunden. Das entspreche dem Jahresverbrauch von etwa 2.200 Haushalten. Laut BASF wurden in den 18 Tagen etwa 2.500 Tonnen CO2 vermieden. Und damit zu den Kurzmeldungen. Senftenbergs Bürgermeister Andreas Friedrich lädt zum Stadtteilspaziergang nach Sedlitz ein. Start ist am 22.06. 17 Uhr am Kindergarten Haus der kleinen Naturforscher. Danach geht es mit Vertretern von LMBV, Zweckverband Lausitzer Seenland und Polizei in Richtung Sportplatz und Feuerwehr. Der Fußballkreis Südbrandenburg will seinen Pokalwettbewerb im Männerbereich nach Möglichkeit sportlich beenden. Das Viertelfinale soll am 10. Juli 15 Uhr angepfiffen werden. Unter anderem empfängt dann VfB Klettwitz Preußen Elsterwerder und FC Lauchhammer spielt zu Hause gegen TSG Lübbenau. Aufgrund der niedrigen 7-Tages-Inzidenz im OSL-Kreis können öffentliche Verwaltungen ab dem 1. Juli wieder für Besucher öffnen. Wie das Amt Ruhland mitteilt, könnten dann Termine ohne vorherige Vereinbarung wahrgenommen werden. Im Amtsgebäude gelten Maskenpflicht, Abstand und Hände desinfizieren. Im OSL-Kreis gibt es keine Testpflicht mehr für Gastronomie, Beherbergung und Kultur. Gleichzeitig trat am Mittwoch eine landesweite Corona-Umgangsverordnung in Kraft. Zu finden ist sie auch unter seenluft24.de.
Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat zum Blutspenden aufgerufen. Mit den ersehnten Lockerungen würden jetzt Menschen vieles nachholen wollen. Blutspenden stehe jedoch selten ganz oben auf der Liste. Wie es heißt, sei die Versorgungslage mit Blutpräparaten inzwischen äußerst angespannt. An jedem Werktag würden rund 600 Blutspenden benötigt, um den Bedarf in Brandenburg und Berlin zu decken. Grundsätzlich könne jeder Mensch zwischen 18 und 72 Jahren Blut spenden, wenn er sich gesund und fit fühle, so Nonnemacher. Das waren die Meldungen und jetzt schauen wir auf das Wochenendwetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. An diesem Wochenende bleibt es heiß und vor allem in den Nachmittagsstunden steigt die Gewitterneigung. Am Samstag gibt es viel Sonne und die Temperaturen steigen bis 35 Grad. Der Sonntag wird leicht bewölkt, bei Höchstwerten um 37 Grad. Am Montag ist es überwiegend bedeckt, auch Niederschläge sind möglich, bei maximal 27 Grad.